Das letztens erst den letzten Boss von Hollow Knight gelegt, okay. Ach, guck mal, hier oben ist ein Weg. Ich höre irgendwas über mir. Jetzt nicht mehr. Ah, nice, hier ist ein Maskenteil. Aber das wird doch nicht alles sein hier drin. Anscheinend schon, das erste. So, da ist nichts. Oh, wer bist du denn? Mein Kind, kannst du noch sehen, bitte? Tu mir nicht weh. Kein Schlaf mit offenen Augen, kleines Wesen. Keine Träume, wenn du noch atmest, kleines Wesen. Geliebte Kinder, ihr habt so abscheuliche. Achso, ihr sagt so abscheuliche Dinge, wenn ihr schlaft. Eure Klauen kratzen und schaben. Ein Monster ist hier in der Dunkelheit. Werdet ihr für mich singen? Sure. Okay, die Bitch ist creepy as shit. Holy fuck. Ach, was mache ich? Sterben, wenn ich mich jetzt nicht heile. Es ist allerdings ganz cool, weil aufgrund ihres Gesinges weiß man, wo sie ist. Na, bitte. Wichtiges Schlaflied für Kinder, total. Fühlst du dich nicht entspannt und beruhigt? Bild mir das nicht ein, ne? Das wären Nährgeister, oder? Holy shit. Jo, Matze, danke für den Host. Ich fühle mich nicht entspannt und beruhigt. Verstehe ich gar nicht. Hast du noch was zu sagen? Eins nach dem anderen. Schließen Sie ihre Augen. Ich habe es gespürt. Eine warme Stelle, die über uns kommt. Es tut mir leid, dass ich Angst hatte. Wir wurden immer beschützt. Auch wenn wir es nicht bemerkten. Ich möchte dorthin bitte an einen Ort, wo uns kein Licht heimsuchen kann. Einen Ort ohne Träume, bitte. Damn! 300 und ein paar gequetschte. Das ist nice. Das heißt, ich kann wieder zu der Tussi und kann mir Upgrade-Shit holen. Weil die meinte, ich soll wieder kommen bei 200. Und das waren ein paar mehr. Ja. Achso, ich kann mich nicht heilen. Okay, wo will ich jetzt hin? Das heißt, hier sind wir relativ durch, bis auf den einen Part da unten.
nichts Stacktechnisches in der Nähe. Wir könnten mal zum Hunter gehen und gucken, was der sagt. Spaß dir? Was soll ich dir sparen? Der Hunter ist langweilig. Warum ist der langweilig? Ja. Und eigentlich will ich hier auch nur hin, weil hier eine Bank war, an der ich vorbeigelatscht bin. Ich glaube, es sind 114. Ich weiß noch nicht, worauf ich gehe. Das ist, im Grunde genommen ist es gerade immer noch ein fucking casual Playthrough. Also du hast seine Zeit. Ich weiß ja nicht mehr, ob ich seine Zeit festgelegt habe oder nicht. Obwohl ich kann es nachgucken im Journal. Und da ich weiß, dass im Journal noch Shit fehlt. Irgendwo. Gehe ich mir davon aus. Ich hab jetzt Celeste angefangen. Ich habe es eben gesehen, dass es gestartet hat. Aber Celeste liegt mir nicht. Was merkwürdig ist. Alle sind like, oh, Celeste ist so toll. Ja, mein Problem mit Celeste ist die Steuerung. Genau, das ist das. Ich habe dasselbe Problem. Das Movement an sich ist super durchdacht, aber ich weiß nicht warum. Der Charakter tut einfach nicht das, was ich ihm sage. Und das ist extrem frustrierend in einem Spiel, was teilweise extrem pinglich ist, was Directions angeht und wo du was drückst und wie. Ich weiß auch nicht, wer dachte, dass 8-Bit-Inputs, 8-Wege-Input auf dem Kram eine gute Idee sind. Bin auch oft in die falsche Richtung gedasht. Du, ich habe die ersten paar Level gespielt, ich bin dauerhaft diagonal gedasht. Ich wollte nach links, ich bin irgendwo hingedasht. Das passiert mir jetzt auch noch. Teilweise will ich einfach nur, weißt du, gerade nach unten dingsen und dann mache ich das hier. Was halt auch weird ist. Aber ich habe das Gefühl, in Hollow Knight ist es nicht so tragisch. Hollow Knight ist da noch dezent gnädiger. Celeste kann da halt echt unbarmherzig sein. Duh. Ich könnte das hier machen, aber das bringt mir was. Oh, hier ist gar nichts. Hm. Ich meine, ganz davon abgesehen, dass es nervig ist. Das Ding ist einfach, manchmal hätte ich einfach gern, oder das klingt jetzt total doof, aber manchmal hätte ich einfach gern auf einem Analogstick, boah, wie soll ich sagen, Tasten, die quasi deine Inputs begrenzen. Zum Beispiel so, weiß ich nicht, auf LR und LT hättest du dann so, ja, du hast jetzt nur die Inputs oder die, das wäre so cool, aber das macht kein Spiel. Ich meine, du bräuchtest eine Zeit, um dich dran zu gewöhnen, weil man jedes Mal umdenken müsste. Aber das wäre einfach hilfreich. Also mir wird's helfen. Weil ich bin definitiv auch so ein Analog... Ich nenne es immer liebevoll Analogstick-Krüppel. Ich kann bis heute kein Street Fighter mit einem Analogstick spielen, weil ich sonst irgendwie, weiß ich nicht... Ich würde irgendwas zusammenschlagen. Oh, da ist noch ein Ding, wo ich nicht war. Wir gehen hier nach rechts und dann gehen wir runter und dann will ich mal links. Warum habe ich eigentlich so Angst vorm Acid? Ja, einfach rechts weiter. Mhm.
Das ist nicht der Weg. Hier runter. Ja, die Mechanik ins Wetter rappelfehlen zu lassen, sind super gut. Ach so, das ist eine. Okay. Also, das ist eine ganze Etage tiefer. Also, es ist halt echt einfach nur. Ich meine, ich kann es verstehen. Aber ich meine, was sollen die. Ne, das ist halt auch nichts, was du den Entwicklern vorwerfen kannst. Das ist einfach. Analogsticks sind halt scheiße. Warum bin ich hier nie weitergelatscht? Gib mir das Spiel gerade Tutorials. You have to be fucking kidding me. Irgendwann müssen die Tutorials ja mal kommen. Ja, aber doch nicht. Wir sind 11 Stunden im Spiel. Du kannst mir doch nicht einfach nach 11 Stunden noch Tutorials vor die Nase hauen. What? Das ist ein bisschen heftig. Und ist das alles, was da ist? Das ist aber bestimmt noch mehr. Hey Player, did you know you can press jump to jump? Nice, Pogchamp! Das ist wie bei Spyro, wo du eine ganze Welt clearst und dir dann gesagt wird, dass du übrigens zweimal springen drücken kannst, um zu gleiten. Dein Ernst? Spiel denkt sich halt, der Kerl ist nicht so gut, aber vielleicht braucht er einen Refresh. Maybe. Das lasse ich durchgehen. Oh, hier ist echt nichts. Da oben war Geo. Ich habe Geld gesehen und hab's übersehen. Money, money, money. Das waren 15 Geo. Das ist definitiv. Wow. Weißt du, das ist ja schön und gut, dass mir das Spiel das Tutorial mit runtergegeben hat. Weißt du, was das Tutorial mir das Spiel nicht gegeben hat? Das hier. Dass du das kannst. Das sagt dir das Spiel nicht einmal. Weil ich weiß, als ich das damals rausgefunden habe, war ich like, what the fucking hell. Das Tutorial kommt noch. Maybe, okay, da ist alles Pilzöde. Ich glaube, wir sind hier ziemlich durch und haben hier alles. Wo ist denn der nächste Spot, wo ich vielleicht hin möchte? Ich meine, wir könnten den Träumer in City of Tears machen, beziehungsweise das Ding da oben. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Oder machen wir das Ding, was hier literally um die Seite ist. Dafür müssten wir einfach nur runter. Ich glaube, wir probieren. Gucken wir mal, ob wir an das Ding hier an die Seite rankommen. Eine Bench ist hier ja quasi auch um die Ecke.
kein Witz. Dude, wo muss ich hinlaufen, um dieses Tutorial zu kriegen? Das ist ja vollkommen behämmert. Wo bist du, Bench-Chan? Oh, Bench-Chan ist hier oben. Du, das Ding ist, ich habe den Doppelsprung nachgeguckt. Ich habe den Doppelsprung eiskalt nachgeguckt. Ich habe quasi, was war das letzte Ding, was wir gekillt haben? Leere Hülle. Broken, kaputte Hülle. Ich glaube, Broken Vessel müsste das im Englischen sein. Den habe ich gekillt und dann habe ich mir den Doppelsprung geholt. Dann waren wir Taliban-Mobs. Cool. Ja doch, dann haben wir uns den Doppelsprung geholt. Dann habe ich mir das Kingsmark geholt. Und dann habe ich mir den Shadow Dash geholt. Und damit müsste ich jetzt in der Theorie überall hinkommen. Plus, minus, Unwissenheit. Oder hey, du musst noch den und den Quest-Step machen, um irgendwo lang zu kommen. Was ist hier? Was war hier? Ich kann hier nicht runter, weil ich keine Energy habe. Du hast damit bis auf eine Sache alle Muffen drauf. So, was fehlt mir denn? Ich habe Doppelsprung, ich habe Dash, ich habe den komischen Super Dash. Ist da mehr Movement-Optionen, von denen ich nicht weiß? Du brauchst den Charge Dash, um den Shadow Dash zu kriegen. Von daher, ich müsste alles haben. Ich wollte hier noch nicht runter. Ich wollte zuerst wissen, was da rechts oben in dem Ding versteckt ist. Ein versteinerter Gurm, eingeklemmt im Fels. Selber, okay. Moment, kann ich das Ding Dream nailen? Kann ich nicht. Gut. Schon seitdem ich den Dream nail hat, ist meine Strategie so, oh, da ist irgendwas, lass mich das Ding Dream nailen. Will ich jetzt hin? Ich will quasi runter zur Bank und dann links. Wow. Ich glaube, hier müsste die Bank sein. Weißt du was? Gib mir mal dein Bierding. War schon verwirrt. Hier siehst du doch die Bank. Nee, nee, nicht die Bank-Tussi. Fuck die Bank-Tussi. Warum kann ich gerade nichts anequippen? Bin ich gerade unfähig? Oh, jetzt geht's. Was kann ich hier rausnehmen? Nehmen wir mal Dorn raus und nehmen Gier rein.
Geh da rein! Dankeschön. Die Banktussi ist toll, ist sie nicht. Ich wurde in meinem ersten Playthrough von der Banktussi gebaitet, ja. Da fuck! Du kannst Overwatch haben, du kriegst. Ich krieg jetzt doppelt Damage. Dafür kann ich mehr Shit quasi reinpacken als nötig. Der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, ist, wenn ich getroffen werde, ist das Ding eh futsche. Von daher. Ich meine, siehst du, wie viel Schaden das Ding gemacht hat? Du kriegst jetzt literally doppelt so viel Schaden. Nein. So viel dazu. Will ich die Dorn reinpacken oder weißt du was, ich pack das hier rein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch noch so wenig Leben habe. Nur, dass der Weg so bescheuert ist. Ich weiß, dass das hier ist, aber ich will den Baum vielleicht erst machen, wenn ich da oben alles geklärt habe. Ja, man kann die Banktussi von dem, was ich damals gelesen habe, wiederfinden. Aber das Ding ist, zu dem Zeitpunkt war ich so fucking frustriert mit dem Game, dass mir die Banktussi zu dem Zeitpunkt echt egal war. Aber ich war echt sickig in dem Moment. Warum ist meine Shade irgendwo da oben am Arsch der Welt? Warum höre ich meine Shade irgendwo rechts? Oh, nevermind. Echt weniger Schlüssel als Türen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Genug für alle. Oh, hier sind wir, okay. Ja, cool. Keine Karte. Zeit, den Shit jetzt zu erkunden. Da, warum springe ich denn wieder runter? Wo bin ich? Oh. Interessant. Es gibt einen extra Bankschlüssel. Ist das diese gepolsterte lila Tür? City of Tears, ja. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Wow, wow. What is happening here? Gibt es irgendwas, was einen immun macht gegen Explosion Damage Course? Holy... Fuckerito. Du kannst das nicht mal kaputt schlagen aus der Entfernung, okay. Ah, du musst. Das ist so weird, dass du um alles rum willst und nichts fighten willst.
Leck mich doch einfach. Warum macht das auch 2 Damage? Fuck. Oh mein Gott, jetzt bin ich wieder hier. Mach doch mal eben. Ist es vielleicht nicht einfacher? Oh, er zeigt mir das nicht an. Weird. Super weird. Bitte. Ach, siehst du, ich weiß, was ich eben vergessen habe hier zu machen. Ich sollte den Dream Nail Shit machen. Nachdem ich jetzt mal eben alle Mobs rausgeklärt habe. Verteilt euch! Und mir fehlt eins? Wo? Nicht hier. Nicht hier drunter. Ganz oben. Bestimmt ganz oben links wetten. Es war so klar. Kann man die eigentlich nochmal hauen? Höhle voll Nebel. Giftige Sporen. Gelehrte. Ach! Hier ist Gift und Nebel und Sporen, der wäre mir ja gar nicht aufgefallen. Dafür habe ich definitiv diesen Lorbatzen gebraucht, ey. Gott. Ich weiß nicht, warum das so cool Pogo auch ist, ne? Aber irgendwie. In meinem Hirn funktioniert Pogo nicht.